Und dann meinte Lukas, komm Jenny, wir gehen in den Boomer Room. Das ist. Und ist fremd gegangen? Was? Schmutz? Wie nennst du den Schmutz? Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Are You The One Reality Stars in Love Reaction hier auf diesem Kanal und heute zu Folge 2. Erste Folge hat mir schon richtig gut gefallen. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht und es müsste ja auch die ersten Dates geben. Die ganze Folge gibt es natürlich bei RTL Plus, ist unten verlinkt und damit let's go. So, das fängt ja schon mal gut an. Ich bin so geschockt. Ich glaube, ich bin zu sensibel für diese Show. Ach so, hattet ihr vorher mäßig schon so? Ja, voll. Ja, also die hatten halt mal miteinander gesprochen. Ich muss aber sagen, ja, dafür, dass sich Emmy so als die Queen verkauft hier, oder das zumindest versucht, hätte ich nicht gedacht, dass die das dann so zeigen würde, dass ihr das nicht gefällt. Also es ist halt wirklich der erste Abend, ja, und die sind seit... keine Ahnung, 2 Stunden hier. Also damit muss man bei Aito halt rechnen, allgemein eigentlich, würde ich sagen, jetzt einfach. Heißt es, dass wir hier bei Aito geworden sind, dass jeder hier eine Scheiße sein muss und... oder was? Ja, also das war jetzt, glaube ich, nicht ganz die Aussage. Das gibt's nicht, Freunde, das gibt's nicht. Das haben die aber aus Spaß gemacht, oder? Emmy, 24. Okay, also ich schwör's dir auf alles, mit Chris rede ich kein Wort mehr. Nicht mit Queen Emmy. Later. Habt ihr Bock auf so eine kleine, minimale Runde Flaschen? Ja, also was soll ich denn erzählen, Leute? Ihr habt's doch gesehen, was da abging. Also ich sag mal so, Freunde, ich glaube, hiermit sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir in der normalen Staffel wahrscheinlich in Folge 7 oder 8 oder so waren. Sophia ist bestimmt stolz. Ich check gar nicht mehr, wer findet wen gut, wer findet wen nicht gut. Gefühlt hat jeder mit jedem rumgemacht. Und Nummer 3, Nicola. Ich glaube, du wirst gleich geküsst, aber ich weiß nicht. Den ersten Kuss in einem Spiel Flaschen drehen. Also ich bin eine elegante Frau und ich glaube, mein erster Kuss wird garantiert nicht so stattfinden. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Wenn die darüber mal mit Sophia diskutiert. Das ist, glaube ich, die Einzige, die sich so richtig trauen würde, da dagegen zu schießen. Ich freue mich. Der einzige, der noch eine Frage für mich gerade jetzt kommt, ist Ostern. Ostern. Wir können eigentlich auch beibehalten den Namen, oder? Schreibt doch einfach alle mal Hashtag Ostern in die Kommentare. Er hat noch nicht rumgeknutscht. Ja, wir sind hier bei Aito. Was heißt das denn jetzt hier, dass wir jetzt alle hier sind oder was? Ich verstehe es nicht. Aber trotzdem war es so, als ich den ersten Moment hier war, jeder kennt sich irgendwie und ich war so... Hi, so. Ich bin Lukas. Freut mich. Das ist jetzt das zweite Mal, dass sich Linda nicht vorstellt. Aber genauso kam das auch rüber, finde ich, als würde die Leute auch gar nicht kennen. Und sie kannte ja auch keiner. Ist halt die Frage, ob die das vorher schon mal angeschaut hat oder nicht. Eigentlich wäre es ja auch lustig, wenn nicht. Oder wenn die generell diese ganzen Leute noch nie gesehen hätte. Ja, Linda spricht scheinbar eine andere Sprache. Komm, jetzt kennen wir beide uns doch auch. Aber irgendwie sind die Reaktionen von ihr immer ein bisschen komisch. Also ich kann sie auch gar nicht einschätzen. Ich küsse in meinen Sendungen nie. Mein einzigsten Kuss, den ich jemals hatte, war einmal bei Temptation. Bist du fremdgegangen? Was? Bist du fremdgegangen? Egal. Das heißt ja, oh. Ich sag's euch, Freunde, das war das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Wenn ich an Temptation zurückdenke, da habe ich ja leider natürlich noch keine Reactions gemacht. Aber da haben wir einfach eine ganz andere Emmy erlebt. Und übrigens, auch wenn Emmy das natürlich immer gar nicht verstehen kann, aber ich glaube, Ozan hat deswegen vielleicht auch ganz gute Chancen, weil er sie auch vorher noch nicht mal kannte. Red Flag, Red Flag, Red Flag, Red Flag. Later.
Ich schlafe neben Emmy. Am ersten Tag ist bei jedem das Adrenalin hoch und die machen immer rum. Und am nächsten Tag kommt dann die Ernüchterung und das böse Erwachen. Und dann denken sie sich, ja, aber ich will jetzt nicht auf die eine fixiert sein. Ich will ja noch alle kennenlernen. Und deswegen habe ich entschieden, ich bin die, die dann am nächsten Tag kennengelernt wird. Ja, da muss man sagen, hat Tara das Ganze aber ziemlich gut durchschaut. Und das mit Emmy ist, glaube ich, bei ihr so eine richtige, oder von beiden so eine richtige Hassliebe, weil es ja beiden darum geht, wer hier am bekanntesten ist. Und damit die nicht drüber streiten müssen, sind die einfach cool miteinander. Anastasia, stehst du bei mir? Ja, dann müsst ihr tauschen, das tut mir so leid. Oh, da wird er einfach wieder rausgeschmissen. Für eine andere Frau. Also ich lege mich ins Bett, auf einmal sehe ich links von mir Tim mit der Linda. An der rechten Seite waren natürlich Nadja und Nicola. Das ist so ein krasser Unterschied zu der letzten Staffel. Wobei es natürlich in der anderen VIP-Staffel damals auch ähnlich zuging. Aber das sind halt auch Profis, ne? Die wissen halt, was sie machen müssen. Und dann meinte Lukas, komm Jenny, wir gehen in den Boom Room. Das ist too much hier. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall hier wegrennen. Also ich bin da wirklich so froh, dass ich da so einen Brain an meiner Seite habe. Lukas, the Brain. Guten Morgen, I the one. Boom, boom. Der Morgen danach. Heute Morgen war dieses Guten Morgen mit Guten Morgen Kuss. Morgen. Kriegst du einen Kuss? Einen Kuss? Ach so. Aha, wieso Kuss? Als wäre das so richtig Brain. Yeah, chill doch. Der hat dich festgemacht. Oh, oh. Oh, oh. Der Jenny hat hier mal ganz kurz die Handschellen ausgepackt und der Schlüssel wurde auch schon weggeworfen. So, wir sind jetzt hier kein Couple oder so. Starkes Outfit. Sagst du das zu jeder? Nein, ich sag nicht zu jeder. Nur so zu manchen. Und dann sehe ich, du knutschst da mit Nadja. Nico überlegt so, Nadja? Ich möchte meinen Spaß hier haben und ich möchte nicht, dass jemand sagt, ey, und mir die Vorwürfe macht, warum das oder das. Das ist natürlich der falsche Weg bei Nico, weil von Vorwürfen hat er wirklich schon genug gehört. Ungeknutscht die ganze Zeit. Das war ein Game. Nein, dann hast du geknutscht mit Ding, wer ist der? Ach ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich erst wieder, weil sie ja mit Chris rumgemacht hat, dadurch wurde das ja erst ausgelöst. Mit dem Ding, wer ist der? Nino, okay. Ah ja, mit dem auch noch. Wir sind hier bei I the One, nicht bei, keine Ahnung, welches Format, dass man sich sofort mal so mit einer Frau festbinden und... Wir sind ja hier nicht in Glorias Gefängnis. Ich bin von diesen Gefängnissen weggegangen und ich habe alleine geschaut. Okay, das erste Spiel. Brandneue, noch nie gespielten Challenge. Ich hatte ganz kurz überlegt, was ist denn das nochmal für eine Challenge? Aber okay, die ist neu. Ihr werdet den Jungs innerhalb von 30 Sekunden so viele Perlen von den Tangas knabbern. Dürft ihr gerne die Perlen auch von Halsketten knabbern. Jede Dame sucht sich 3 Sugar Daddies aus. Am Ende gehen die beiden nacktesten Männer mit der Frau ihrer Wahl aufs Date. Die perfekten Beißerchen hätte eigentlich Mark Robin dafür, oder? Hey. Okay, das ist ganz wild. Hat gut geschmeckt. Stark. Also bis wir das durchhaben, Freunde, das dauert ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, springen wir mal weiter. Oh. Nicht, dass der Nico hier noch ausfällt. Ah, doch, bei Mark Robin ist schon extrem viel weg. Am wenigsten Klamotte an hatte Nicola. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schwer drauf zu kommen, wen er fürs Date auswählt. Ich denke mal Nadja. Heute möchte ich mal ein bisschen... besser Tara kennenlernen. Okay. Ach, krass. Okay. Von Nadja zu Tara. Und noch aufs Date gehen darf Mark Robin. Okay, mal gucken, wen der nimmt. Ich nehme Laura Blond. Laura Blond. Laura Blond. Later. In meinen Augen versucht die Laura, die Männer hier alle ein bisschen zu triggern, dass sie überall die Nummer 1 sind. Das nervt mich jetzt langsam. Ich bin niemals die Nummer 2. Die ist halt bei mehreren unterwegs, will selbst nicht die Nummer 2 sein, aber hat, glaube ich, auch keine Nummer 1. Das ist eine Pink Misha. Ich glaube, mit Laura Blond wird es hier noch ordentlich Stress geben. Heißt, der Mann findet eine andere gut, aber sie stellt sich hin und sagt, ich bin nicht gerne die zweite Wahl und will dann hören, ja, du bist meine erste Wahl, Baby. Ich bin keine zweite Wahl. Du bist auch ein bisschen rot. Wenn Lars nicht so beschäftigt wäre, könnte er natürlich auch mal den fragen. Schön, Massagesalon. Ich habe kurz so überlegt, was kann Emmy da jetzt wieder dran aussetzen? Aber ja, stimmt, Ozan ist ja hier beteiligt. Soll ich euch Öl bringen? Ozan? Und die Faszien bisschen Öl?
Osthand. Ey, wirklich, ey, ich schwöre, zum Kotzen macht das. Ja, das ist für Emmy einfach unvorstellbar, wie jemand sie nicht so priorisieren kann, wie sie das gerne hätte. Ich bin kurz davor, ihn auszusortieren eigentlich. Ich fand es echt frech. Naja, die Frage ist halt, ob er überhaupt schon, also nicht von ihrer Sicht aus, sondern von seiner, an einem Punkt war, an dem man ihn überhaupt aussortieren könnte, Emmy. Ich glaube nicht. Also Ostern ist ja auf mich zugekommen, hat er richtig Glück gehabt, weil ich hatte nicht vor, auf ihn zuzugehen. Das mit dem Alter, das ist immer noch, also... Unfassbar. Du bist für mich jetzt aufgeschmutzt. Du hast mich nicht mal massiert. Hast du gefragt? Hat sie dich gefragt? Ja. Darf ich dir eine Dame abnehmen? Was denkst du jetzt, wenn du mich irgendwann massierst? Dann denke ich mir, nichts Besonderes, hat er bei anderen schon gemacht. Ja, warum denkst du aber so? Und Emmy, was? Also wenn du mir meine Füße massierst dafür, dann... Füße massieren natürlich nicht. Aber ich frage dich doch danach, so wie sie dich gefragt hat. Ja, aber sag mal, ob ich den Rücken massieren kann. Ja, und ich frage, ob du meine Füße massieren kannst. Und Arsch? Hier oben du hast so. Dann ihren Arsch massiert? Hier oben rum nur bist. Hast du die Hände nachgewaschen? Ja, hab ich gemacht, ja. Ozan denkt sich auch nur, wo bin ich hier reingeraten? Ich glaube, jetzt stehen aber die Chancen für Chris zumindest mal wieder ein bisschen besser. Schmutz. Schmutz? Wie nennst du den Schmutz? Was Schmutz? Wenn ich das nochmal sehen sollte, dann raste ich richtig aus. Weil dann komme ich mir richtig verarscht vor und das geht gar nicht klar für mich. Ich bin Emmy Russ. Boah, das ist so unangenehm. Würde die das aus Spaß machen, dann würde ich mir so denken, so ja, okay. Aber das ist ja wirklich ihre Meinung. Ich bin Emmy Russ. Nico hat übrigens das Auto von Gloria entdeckt. Ach nee, da wurde aber ja sogar letztens wirklich irgendwie in ihr Auto eingebrochen. Dann hätte ich den Witz lieber nicht gebracht. Wir matchen schon krass. Ich weiß gar nicht, was du dir wünschst für die Zukunft oder so. Das weiß der selbst auch nicht. Boah, heiraten bin ich nicht so unbedingt der Typ, aber würde ich machen, wenn es die Frau will. Was ist denn das für eine Antwort? Aber würde ich auch machen, wenn es die Frau will. Familie. Das liebe ich zum Beispiel. Also das ist meine alle Frauen. Ist so rein dieses Konzept Hochzeit, diese Feier ist jetzt so, wo ich sage, bräuchte ich persönlich nicht. Aber ich habe ja auch nichts dagegen. Das mit dem Perfect Match finde ich nach wie vor möglich. Vielleicht finden wir es heute Abend ja schon raus. Also Perfect Match vielleicht, Hochzeit eher nicht so. Der liebe Lukas spielt hier so ein bisschen Spielchen, ne? Also das ist einfach lustig, wie schnell jemand sowas behauptet, der spielt Spielchen, nur weil er da ein bisschen mit anderen tanzt. Also die hat wirklich schon so voll dieses... So, als wären die so ein Couple. Also, Amy macht mir nur Kopfschmerzen. Ich bin zu nervig, Mann. Das ist voll so Diva. Wie hast du dich denn massiert? Hast du dich draufgesetzt? Nein. Hast du deinen Arsch gegrapscht? Okay. An den Brüsten? Okay. Naja, man könnte auch sagen, Ozan hat sie quasi massiert, ohne sie zu berühren. Was ist das denn? Du gibst mir kein gutes Gefühl und gar nichts, wenn du gehst. Du hättest einfach mal Tschüss sagen können. Ja, aber ich möchte auch die andere kennenlernen. Darfst du doch auch, aber ja, dann gib mir wirklich ein gutes Gefühl und lass mich nicht links liegen. Shit, Alter. Langsam mal, ey. Sind wir fest zusammen? Wow. Ja. Kein Ernst. Beste Antwort. Kurz und knapp, Freunde. Wer kommt in die Matchbox? Mark Robin und Laura Blond oder Nico und Tara? Boah, für wen würde ich mich da entscheiden? Ich glaube für Nico und Tara. Auch wenn ich bei beiden nicht glaube, dass, also weder bei den einen noch bei den anderen, dass sie ein Perfect Match sind, aber ich würde Nico und Tara nehmen. So, vier von euch Reality-Stars waren ja heute auf einem Date, ne? Da konntet ihr so richtig schön Aggression ablassen. Nicola, hast du dabei an deine Ex-Freundin gedacht? Gloria? Oder? Wie war's denn so? Erzähl mal. Mega schön. War schön. Nee, allgemein, diese Schrottplatz und so war nicht schön, klar. Aber die Person, welche neben mir war. Ich dachte gerade, er will das jetzt so auf Spaß so retten und natürlich gibt es ja auch noch andere schöne Frauen oder natürlich gibt es ja auch noch andere, keine Ahnung, was auch immer. Irgendwas, was so für Nadja sprechen würde, aber nee. Ich habe mir da so ein bisschen mehr Unterstützung gehofft von Mark Robin, die habe ich da nicht so bekommen. Hätte der Mark Robin mal den Hammer in die Hand genommen hier. Mark Robin und Laura, okay. Ihr könnt natürlich gerne mal eure Einschätzung kommentieren. Denkt ihr, die sind ein Perfect Match oder nicht? Also ich glaube nicht. War eine geile Folge heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Bis dahin und ciao. Hey.